Mit dem neuen 308 Plug-in-Hybrid präsentiert Peugeot seinen neuesten Wurf in der Kategorie der kompakten Modelle. So viel schon mal vorweg, Anmutung und Technik sind mit von der Partie. Die rassige und aerodynamische Silhouette dieses Plug-in-Hybriden fallen dem Betrachter gleich auf den ersten Blick auf. Da ist zunächst die Peugeot-typische Lichtsignatur, die in der GT-Version ergänzt wird mit Matrix-Scheinwerfern und einem mittigen schwarzen Kühlergrill. Auch die Abmessungen sind neu. Der Peugeot 308 wird 5,5 cm breiter und 11 cm länger und erreicht damit eine Gesamtlänge von 4,37 m. Die neuen Platzverhältnisse sind auf den vorderen Sitzen deutlich spürbar. Auf der hinteren Sitzbank bleiben die Verhältnisse allerdings durchschnittlich, auch wenn die Beinfreiheit durchaus verbessert wurde. Das Ambiente im Inneren ist geprägt von digitalem Modernismus. Das Kombi-Instrument mit 3D-Anzeige ist vereint mit einem 10-Zoll-Touchscreen. Damit sind auch viele Knöpfe durch willkommene Screen-Kurzwahltasten ersetzt worden. Unsere Tests ergaben bei der Mittelkonsole jedoch einige Bugs, die noch behoben werden müssen. Davon abgesehen ist das Interieur von guter Qualität mit wertigen Materialien. Die Konturen sind raffiniert und die Einlagen aus gepunztem Aluminium. Die optionale Lederausstattung ist komfortabel und bietet verschiedene Massageprogramme, die der Premium-Klasse würdig sind. Der würfelförmige Kofferraum ist gut konzipiert, aber mit 361 Litern in Sachen Kapazität angesichts der gewachsenen Fahrzeugdimensionen nur durchschnittlich. Beinahe 51 Liter des Kofferraumvolumens wird übrigens von der 12,4 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie beansprucht. Der 110 PS Elektromotor arbeitet harmonisch mit dem 180 PS 1,6 Liter Turbomotor zusammen. Die kumulierte Leistung von 225 PS bringt für einen Kompaktwagen eine sportliche Beschleunigung und einen satten Durchzug zum Tragen. Das Ganze wird durch das sanfte und reaktionsschnelle 8-Gang-Automatikgetriebe perfekt unterstützt. Das Fahrwerk dieses Peugeot 308 liegt gut auf der Straße und ist dank seines leicht abgesenkten Schwerpunkts quasi neutral. Das abgeflachte Lenkrad vermittelt den Eindruck einer sehr direkten Lenkung, aber das Fahrgefühl ist etwas gedämpft. Das Leergewicht von 1835 Kilogramm ist beträchtlich, die Nutzlast beträgt lediglich 285 Kilogramm. Im rein elektrischen Modus schafft die Plug-in-Hybrid-Variante eine Reichweite von rund 45 km. Im Pendlerverkehr sind pro 100 km durchschnittlich 4,3 Liter und 10,5 Kilowatt pro Stunde gemessen worden, was ein guter Wert ist. Der Verbrauch ist auch mit einer leeren Batterie akzeptabel. Eine Vollladung der Batterie an einer Heimladestation dauert etwa 3 Stunden und 45 Minuten. In Sachen Preis-Leistung profitiert dieser Peugeot von einer umfangreichen Ausstattung. Das Navigationssystem ist ab Ausstattungslevel 2 im Preis inbegriffen. Die hier getestete GT-Version umfasst eine breite Palette an Assistenten, darunter befindet sich auch der halbautomatische Spurwechselassistent. Die Wartung ist relativ teuer. Fazit: Der in der Version GT-Pack getestete Peugeot 308 schmückt sich mit einer schönen dynamischen Silhouette. Er bietet einen angenehmen Fahrkomfort sowie ein gutes Verhältnis zwischen Reichweite und Verbrauch. Hingegen ist der Preis der Plug-in-Hybride beträchtlich und die Kofferraumkapazität wird von der hier gelagerten Batterie recht beeinträchtigt. Die einphasige Nachladung ist langsam.